Herzlich willkommen bei Auto360.de. Heute mit einem ganz speziellen VW-Bus, einem Transporter. Von der Basis her mit dem Namen Rockton. Den Rockton gibt es jetzt in der zweiten Generation. Es gab ihn also schon beim T5. Wir sitzen jetzt hier im T6. Den gibt es jetzt schon fast wiederum 2 Jahre. Und neben dem California finde ich den Rockton am geilsten. Der hat einen 150 PS Dieselmotor mit 2 Liter. Also so ein Klassiker von Volkswagen. Und das Auto hat halt einfach unwahrscheinlich tolle Geländeeigenschaften. Der hat eine Differentialsperre, er hat richtig gute Geländereifen drauf, die sich durch Matsch, Geröll, Steine und sämtliche anderen Untergründe perfekt durchwühlt. Er kann aber auch logischerweise auf der Straße fahren, weil wir haben ja nicht immer Gelände zur Verfügung. Und trotz dieser Höherlegung des Fahrwerks und trotz dieser doch relativ grobstolligen Geländereifen ist es doch ein sehr angenehmes Fahren mit dem Auto. Es ist der klassische Transporter, das heißt, wir haben erstens mal hinten eigentlich nichts in dem Auto. In dem Fall haben wir ein bisschen mehr. Wir haben beispielsweise eine Gitterwand, wir haben 3 Sitze, die einzeln verstellbar sind. Und wir haben auch diesen speziellen Boden dafür, der allerdings auch richtig viel Geld kostet, nämlich 3.000 Euro. Da sind wir schon beim Preis. Der Rockton kostet 45.000 Euro, ist natürlich kein Schnäppchen, aber welcher VW-Bus ist denn tatsächlich ein Schnäppchen? Rockton. Eine ganz geile Nummer von VW Nutzfahrzeuge. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen bei auto360.de. Noch viel Spaß auf unserem Videokanal. Servus und ciao.